zuerst. Müssen wir Anna finden. Wir müssen schon wieder Anna retten. Mit diesem Aufzug bin ich wohl so weit gegangen. Zum Teufel damit, Idiot. Hol den Hauptaufzug hoch. Bereit. Aufzug Sam, unterwegs. Wir geben ihm eine Minute. Jawohl. Gut gemacht. So lange halten wir doch. Jetzt kommt eine Welle. Gut, dann kommt eine her. Ich hab hier etwas für euch, ihr verdammten Freaks. Es bleibt hier, Schweinehunde. Wir sind hier im Terminus von Metro. Ich wechsle mal lieber. Artyom, wo bist du? Ah, da. Ah, mach zu, das Ding. Unbedingt das Visier hier ändern. Reflexvisier ist besser. Gut gemacht. Genau wie unser altes D6. Selbst der Aufzug ist genau derselbe. Was für ein Glück. So besteht Hoffnung, Anna zu finden. Der Komplex ist allerdings riesig. Und wir haben maximal 10 Minuten. Also 130. Hui. Sam, du siehst im Filterraum und in der Generatorenhalle und dem Lager nach. Idiot, du kommst mit mir zur Kommandozentrale. Archon, du übernimmst die Unterkünfte und das Krankenlager. Geht klar. Früher war das vielleicht eine Rettungsstation. Eine Rettung, eine Arche, aber jetzt sind hier Kannibalen. Es waren nur lange Nachrichten. Alte Nachrichten. Ja. Leute hingelockt, um sie zu verspeisen. Tagebuch Seite 1, da habe ich echt Schwein gehabt. Der Termin für den Bauabschnitt nicht einzuhalten, war das Beste, was mir passieren konnte. Kaum zu glauben, dass ich wegen dieser dummen Bonus so sauer war. Wozu braucht ein Haufen Asche schon einen Bonus? Jetzt haben wir es geschafft. Die Regierung ist immerhin nicht eingetroffen, also gehört der gesamte Komplex mitsamt der Läden uns. Der Bunker sollte eigentlich eine ganze Stadt retten und jetzt sind wir nur ein paar Tausend. Das einzige Problem sind die Schnuckis, aber wir werden einfach warten, bis die Strahlung nachgelassen hat und einfach wieder den Berg hinuntergehen, beziehungsweise unter ihm hervorkriechen. Was für ein verdammtes Glück. Die Regierung ist aus irgendeinem Grund nicht eingetroffen. Die Sache ist nur die, beim Budget für die Lebensmittelvorräte hat jemand eine bessere Nummer abgezogen als sie beim Bau. Wir haben das Ding fertiggestellt, wenn auch verspätet. Aber die Läden sind alle leer. Klare Sache, die Lieferanten sind alle Gauner. Und sie haben es vorhergesagt. Aber die Mistkerle haben immerhin die Wahrheit gesagt. Die Regale sind leer. Naja, es gibt ein paar Samen und Nudeln, aber mit diesem Mist überleben wir hier nicht einmal ein Jahr. Also selbst eine richtige Rettung war hier nicht. Ist voll. Ja, ist
mal wieder den Strom anmachen. Gehst du damit dein Feuer mal weg? Das ist ein Molotow-Cocktail. Viel halten sie ja nicht aus. Ja, wie unser Kollege schon sagte, ein Munker wie D6. Davon gab es viele. Mach mal wieder Stahlkugeln. Ah! Sind am günstigsten. Auch auseinandernehmen. Das ist hier Terminus. Archon, hast du sie schon? Nein! Beeilung! Jede Sekunde zählt! Bin mal gespannt, wie oft wir noch an der Retten müssen. Treffer. Erledigt. Ich kann das TH-Gewehr nicht wechseln. Wechselt er automatisch das andere. Alles mitnehmen. Hier wäre zum Beispiel auch eine Schrotflinte gut angebracht, weil sie hier alle im Nahkampf sind. Eine Isolierzelle. Wie nennt man das? War doch gerade wieder... Was? Hier durch. Na, ob es in Exodus noch einen Todesfall geben wird von unserem Team. Duke war ja optional. Da haben wir ja den Erfolg bekommen, dass wir ihn gerettet haben. Bei der Sekte.
am Brückendorf. Da geht's lang und hier haben wir jetzt den Weg freigeschaltet. Alle sitzen wortlos da. Der Magen macht mir auch keine Probleme mehr. Gut, dass ich nicht auf die Idioten gehört und viel getrunken habe. Dadurch halte ich mindestens eine weitere Woche durch. Knöchel geschwollen. Das Schreiben fällt schwer. Ich glaube nicht, dass ich darüber schreiben kann. Aber ich muss. Vor einer Woche haben sie eine Suppe gekocht. 5 Idioten schlürften Sekt weg, bis ihr Bauch platzte. Sie kippten sofort aus den Latschen. Ich konnte die Suppe einen ganzen Tag nicht anrühren. Dann probierte ich nachts ein bisschen und musste sofort kotzen. Aber morgen darauf schmeckte sie nach Hühnchen. Wenigstens kann ich wieder schreiben. Ich habe wirklich gedacht, das sei mein Ende. Sagt man nicht sogar, Menschenfleisch würde wie Hühnchen schmecken. So hat Menschenfleisch einen eigenen Geschmack. Ich habe es noch nie probiert. Oh, wir können jetzt auch hier so die Waffen modifizieren. Nachtsichtoptik. Können wir an allen Waffen machen. Für 8 Schuss. So, das ist der kurze Lauf, aber mit Schalldämpfer. Ach so, ja, hier, ich wollte doch Reflexvisier zurückmachen, weil es wird da direkt so angezoomt. Das will ich nicht. Ich hätte gerne hier mehr Schaden. Aber dann ist es kein Schalldämpfer mehr. Dann mache ich den Schalldämpfer hier weg. Das sieht jetzt aus. Ich könnte jetzt jederzeit flexibel wechseln alles. Außer die Waffen kann ich natürlich nicht wechseln. Das geht nur im Zug. Gas scheint schädlich zu sein. Ah. Wieso brennen wir ab und der andere nicht? Mal natürlich hier lang. Warum habt ihr da geschossen? Was zum Teufel?
Muss ich mich gleich nochmal vernünftig mit den Waffen auseinandersetzen. Du machst dich ja einen auf Liegen. Der lebt ja noch. Was zur Hölle? Zack, auch. Sieht halt genauso aus wie die 6 oder die Messestation. Jetzt hängt er mit dem Kopf im Kühlschrank. So, damit es ein Zug gespeichert wird. Achtung, Spartaner! Die Kommandozentrale gehört uns! Falls der Funk ausfällt, versammelt ihr euch hier, Idiot! Sieh dir die Steuerung für Türen und Aufzüge an! Macht alle Dinge dicht, die wir nicht brauchen! Lasst diese Freaks den Kreis rennen, jawohl! Drei. Drei Schuss. So. Hier gibt es wirklich genug Ressourcen. Ich gebe euch gleich Fleisch. So eine Situation hier macht Menschen natürlich auch verrückt. Ah, du bist schon tot. Lang. Und da komme ich doch. Luft ist rein.
vergessen. Alles schön mitnehmen. Dann habe ich später weniger Probleme. Ist da ganz gemütlich da hier lang. Speichern. Oh, Alter, das ist ja übertrieben.